Viele Menschen sind heute der Ansicht, dass die Zukunft schlechter wird als die Gegenwart. Das Gute, so scheint es, liegt eher in der Vergangenheit als in der Zukunft. Doch um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern, ist utopisches Denken dringend gefordert. Wie bauen wir unser Wirtschaftssystem um zu einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft? Und wie begegnen wir der industriellen Revolution im Zeichen der Digitalisierung? Darüber rede ich mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer. Harald, wir kennen uns seit über 10 Jahren, wir duzen uns. Und ich möchte als erstes die Frage stellen, liegt das Gute vor uns oder hinter uns? Wenn du so direkt fragst, würde ich mich jetzt da rein versteigen zu sagen, es liegt vor uns. Und die Begründung dafür wäre, dass die Art und Weise, wie wir heute leben dürfen, jedenfalls wenn man in einer solchen Gesellschaft lebt und aufgewachsen ist, in den Augen von Menschen vor 100 Jahren, die vor 100 Jahren gelebt haben, eine unvorstellbare Utopie in jeglicher Hinsicht gewesen wäre. Also sei es medizinisch, Lebenserwartung, sei es von den Freiheitsräumen, vom materiellen Wohlstand. All diese Faktoren sind eigentlich so, dass sie gigantisch viel besser sind, als sie vor 2, 3, 4, 5 Generationen gewesen sind. Insofern glaube ich, sollte man sich davor hüten, zu glauben, dass die Zukunft prinzipiell schlechter wird. Mhm. Du zitierst in deinem Buch, alles könnte anders sein, genau zu diesem Thema Steven Pinker, evolutionären Psychologen, der ein umfangreiches Buch geschrieben hat, in dem er eben dokumentiert, was alles besser geworden ist in der Geschichte der Menschheit und wie wenig eigentlich schlechter geworden ist. Das kann man so auf der einen Seite registrieren und kann sagen, klar, es gab kein Jahrhundert, in dem das Leben für viele Menschen besser war als heute. Und auf der anderen Seite hat man so das Gefühl, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der sich fast nichts richtig verändern lässt. Möglicherweise auch nicht zum Guten. Also wo man leicht den Eindruck kriegt, das ist so ein großer Mikado-Stapel. Und immer wenn ich etwas rausziehe und sage, das soll jetzt mal anders werden, dann habe ich immer Angst, alles fällt zusammen. Also was Themen, die du beackert hast zum Beispiel, ja, also Konsumverzicht, wäre was, was aus ökologischen Gründen ausgesprochen sinnvoll, richtig, vielleicht zwingend ist. Wenn man das aber macht, produziert man Arbeitslose, dann gibt es Branchen, die gehen ein, dann bringt man möglicherweise die AfD an die Macht und so weiter und so weiter. Also auf der einen Seite Pinker mit dem Optimismus und auf der anderen Seite das Mikado-Spiel, was einem sagt, du kannst nichts verändern. Naja, ich glaube, das Problem ist ein ganz grundsätzliches in modernen, offenen Gesellschaften, in Rechtsstaaten. Das ist natürlich, also Odo Marquardt hat das mal Zugriffsgedrängel genannt. Bei jedem Thema, was es gibt, gibt es unterschiedlichste Akteure und vor allem Institutionen, die Zugriff darauf haben, auf dieses Thema. Und das Problem ist, es ist unglaublich stabilisierend, gerade für eine Demokratie, wahnsinnig gut. Aber es passiert dann genau das, was du gerade beschrieben hast, sozusagen dieses Mikado-Prinzip, wer sich als erster bewegt, hat verloren. Das ist sozusagen die Dialektik, die da drin steckt. Aber es gibt ja noch einen weiteren Faktor, der dazukommt, nämlich Menschen, die was anderes wollen und dann Konflikte erzeugen und dann vielleicht Veränderung erkämpfen. Veränderung kommt ja nicht, weil wir jetzt ein super Gespräch haben und sagen, wäre schon gut, wenn, und macht ja auch Sinn, sondern Veränderung kommt ja dann, wenn Menschen bereit sind, Konflikte einzugehen und andere dazu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Im Augenblick hat man den Eindruck, dass es sehr viel mehr Menschen gibt, die bereit sind, Konflikte einzugehen, als das in den ruhigeren Nullerjahren oder in den 90er oder 80er Jahren war, sagen wir mal zweite Hälfte 80er jedenfalls. Also wenn man sich ansieht, wie die Unzufriedenheit in der Gegenwart eigentlich immer raumgreifender wird. Wir sehen das bei den Anti-Corona-Demonstrationen, ja, wo doch eine erstaunliche Zahl von Leuten zusammenkommt. Wir sehen das an dem Aufstarken der AfD. Auf der anderen Seite haben wir eine ganze Reihe von linken Utopien, mehr Gemeinwohl, stärkere, radikalere ökologische Wende. Der Verdruss über die Situation der Gegenwart, der nimmt ja im Augenblick ziemlich stark zu. Aber was mir auffällt daran ist, es gibt zwar auf der einen Seite die eine oder andere utopische Idee,
Aber mindestens genauso gewichtig in der augenblicklichen Zeit sind die dystopischen Vorstellungen oder die Retropie, also die Anzahl der Menschen, die sagen, früher war alles besser und die Zukunft wird sowieso schlimmer. Wie würdest du diese Gemengelage, die da im Augenblick ist, dieses Gefilz von Kräften, wie würdest du das einschätzen? Also mal ganz grundsätzlich glaube ich, dass es so eine Art Vibrieren im System gibt. Also die Menschen fühlen unbewusst, bewusst, in einem komischen Mischungsverhältnis, dass sozusagen die große Prachtzeit des westlichen Systems irgendwie vorbei ist. Da erodiert vieles. Also es hat was mit Geopolitik zu tun, Aufstieg von China zu tun, es hat was mit Trumpismus zu tun, es hat was damit zu tun, dass diese ganze schöne, wohlanständige Welt irgendwie für unsicher gehalten wird. Da denkt man, das bleibt nicht so. Das kann aber ein subkutanes Gefühl sein, worüber man sich gar keine Rechenschaft ablegt. Dann gibt es diese Proteste, die einfach nicht verstehen, wie ein Staat funktioniert. Also die zum Beispiel, ich finde diese Corona-Proteste vollständig absurd, weil die gar nicht verstehen, in was für einer Gesellschaft sie leben und wie die organisiert ist. Dass das jetzt nicht irgendeine tolle Reihe von Frau Merkel ist, was dort passiert, sondern dass es Verpflichtungen gibt, für Sicherheit zu sorgen, Daseinsvorsorge etc. etc. Und dass sie auch behaupten, irgendwas in diesem Land würde nicht funktionieren. Das ist ja alles. Also ich halte diese Leute für ein Luxusphänomen. Also Luxusphänomen gepaart mit Dummheit. Dann gibt es den Wir reden aber hier möglicherweise über 10% der Gesellschaft. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, zahlenmäßig ist das genauso überschätzt, wie seinerzeit Pegida überschätzt gewesen ist. Wenn wir über 10% reden, dann reden wir über 10% dezidiert Rechte. Was sich ja jetzt übrigens auch in den Prozentzahlen Wahlergebnisse für die AfD abbildet. Übrigens interessanter Fall, dass in der Krise Systemzustimmung gewachsen ist und Zustimmung zu den Demokratiezerstörern gesunken ist. Das finde ich total interessant. Auch da würde ich sagen, wir müssen das anders interpretieren. Die Geschichte, die erzählt wurde, waren ja immer die Wähler sind die Abgehängten, die Deklassierten, die von den Eliten Enttäuschten. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Luxusphänomen, wenn die Leute, wenn es denen super gut geht, dann sagen sie, wir können jetzt auch mal ein bisschen irgendwem vors Knie treten. So eine Art infantile Staatsverdrossenheit. Ja, so ein bisschen gepamperte Staatsverdrossenheit, irgend so was ganz, aber mit viel Unverständnis gepaart. Und es sind eben nicht die Abgehängten, weder die dieses Personal dieser Partei stellen, noch diejenigen, die sie wählen. Das ist jetzt in der Corona-Krise meines Erachtens nach klar geworden. Aber deine Frage richtete sich ja darauf, ob es eine Art, ja, wie soll man sagen, gefühlten Umbruch oder sowas gibt. Und ohne dass man das jetzt empirisch genau nachzeichnen könnte, glaube ich, gibt es so ein Epochengefühl, so ein Wandelsgefühl, dass die Welt sich wirklich stark verändert. Und wenn das im Kontext einer Pandemie stattfindet, ist es natürlich nicht ein Gefühl einer positiven Veränderung, sondern auch persönliche Angst. Klar, aber du meinst auch einen Umbruch, der mit Corona ja eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern der sich ja unterschwellig ohnehin vollzieht. Ich meine, es gab ja gewaltige technisch-ökonomische Veränderungen auch in der Vergangenheit. Die haben jeweils zu gewaltigen gesellschaftlichen Umbrüchen geführt. Die erste industrielle Revolution hat die bürgerliche Gesellschaft ermöglicht. Die zweite industrielle Revolution hat die Massenkonsumgesellschaft des 20. Jahrhunderts hervorgebracht. Jetzt stehen wir einmal durch die Digitalisierung vor einer ökonomischen Revolution und wir stehen auch noch genau gleichzeitig vor der irrsinnigen Herausforderung im 21. Jahrhundert, ein nachhaltiges Wirtschaftssystem aufzubauen, das diesen Namen wirklich verdient. Beides fällt jetzt auch noch zusammen. Das ist ja doch de facto eine gewaltige Umbruchzeit, von der dann die Historiker später mal sagen würden, in diesen Jahrzehnten hat sich etwas neu erfunden. Oder auch nicht. Denn das ist ja die entscheidende Frage. Also wir würden ja, sagen wir mal, wenn man naturwissenschaftliche Befunde heranzieht, sagen, es ist ganz unausweichlich, dass es so eine tiefgreifende Transformation, so einen Wandel gibt. Also da nimmt man das CO2, man nimmt das Insektensterben, man nimmt viele andere Faktoren und sagt, damit kommen wir nicht durchs 21. Jahrhundert. Das ist völlig klar.
Aber das Problem ist ja, was nützt es, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das sagen und mit aller Evidenz vortragen? Dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass das Zugriffsgedränge, also der Normalbetrieb und auch das Beharrungsvermögen von Menschen, die Macht haben, von Interessengruppen und sowas, ja so sehr stark ist, dass so ein notwendiger Wandel nicht passiert. Ich sage jetzt mal was, was mich persönlich eigentlich als Transformationsforscher sehr gekränkt hat. Dass die eigentliche Transformation durch ein Virus kommt und nicht durch das, was wir uns so ausdenken. Ja? Und das finde ich interessant, wenn wir sehen, wir erleben jetzt die größte Hochschulreform, die es überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Wir erleben die größte, rapideste Veränderung von Arbeitsprozessen in allen Bereichen, die nicht Handel oder Produktion sind. So ein tiefgreifender Wandel innerhalb kürzester Zeit. Wir erleben Diskussionen über die Bewertung von Arbeit und Arbeitenden und so weiter und so weiter. Und das ist eine wahnsinnige Transformation, die da gerade stattfindet. Die haben wir aber nicht beabsichtigt, geschweige denn, dass wir sie steuern, sondern sie passiert. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich sowohl theoretisch als auch praktisch wahnsinnig interessant ist, dass sozusagen die Hybris, mit denen sozusagen Intellektuelle an die Sache gehen und sagen, wir müssen jetzt mal das Richtige mitteilen, dann wird schon das Richtige passieren, die ist jetzt mal durch Covid-19, sag mal, annulliert. Naja, aber diese Veränderungen, von denen du sprichst, würdest du sagen, das sind die Veränderungen, die die Gesellschaft tatsächlich braucht? Und quasi wie im Brennglas, ja, hat die Corona-Pandemie das Ganze jetzt sichtbar gemacht, eingeschmolzen und vors Tageslicht gebracht. Erleben wir nicht auf der anderen Seite, dass man viele Chancen, die sich durch die Pandemie möglicherweise ergeben haben, gerade leichtfertig verspielt? Ja. Also ich sehe, dass es im Augenblick darum geht, das Wichtigste scheint zu sein, daneben das Virus in den Griff zu kriegen, ist das Wichtigste, alle Arbeitsplätze zu retten, die es vorher gab. Dabei sind ganz viele Arbeitsplätze, von denen viele Klimaforscher gesagt haben, die darf es eigentlich gar nicht mehr geben. Also Arbeitsplätze auf Werften, die Kreuzfahrtschiffe herstellen. Nichts gegen Arbeitsplätze auf Werften, ne? Die könnten ja auch Schiffe herstellen, die den Müll aus dem Mittelmeer fischen. Aber ganze Industrien, ja, der extensive Luftfahrtsverkehr, den wir haben und so, das sind ja alles Dinge, wo wir vor Corona gesagt haben, so geht das nicht weiter. Und wo wir jetzt in Corona alles dafür tun, damit es weitergeht. Das ist ja auch eine Paradoxie. Und da sehe ich gerade keine Lernerfahrung. Nee, ich sehe auch nicht die Lernerfahrung, sondern da schlagen sich Interessen nieder. Und übrigens auch dieses Beharrungsvermögen. Es soll bitte auch nicht anders sein. Da man aber keinen Plan B hat, ja, ist natürlich das Naheliegendste, jetzt zum Status quo zurückzukehren. So schnell, wie es nur irgendwie geht. Das ist sozusagen. Und darin bildet sich meines Erachtens nach ab, dass wir, und da meine ich ein sehr konkretes Wir, also Sozialwissenschaftler, Philosophen, Philosophinnen und so weiter, in den letzten Jahrzehnten ein großes Defizit darin gehabt haben und heute noch haben, überhaupt Zukunftsbilder zu entwickeln und sich Zukunft denken, sich zuzutrauen, zuzumuten, Zukunft zu denken. So, und wenn wir in einem gesellschaftlichen Zustand leben, der extrem stark um die Gegenwart zentriert ist, dann ist sie in der Krise noch mal mehr um die Gegenwart zentriert. Gab es in den letzten Jahrzehnten eine Zeit, die nicht gegenwartszentriert war? Na, es ist die Frage, über wie viele Jahrzehnte wir sprechen. Ich glaube, dass der Typus der westlichen Nachkriegsgesellschaft, wie er eben in den 1950er, 1960er Jahren entsteht, eine extrem stark zukunftsorientierte Form von Gesellschaft ist. Sehr stark technische Zukünfte. Walt Disney ist sozusagen der Prototyp. Ja. Mhm. Und das ist ja nicht nur Comic oder sowas, sondern das sind Technik-Utopien. Das ist Mondlandung und so weiter und so weiter, was sich damit verschränkt. Aber natürlich auch Gesellschaftsutopie wie eine soziale Marktwirtschaft, die funktioniert, Mitbestimmung, Wohlstand all diese Sachen. Alle. Wohlstand für alle, Ludwig Erhard, übrigens ein früher Wachstumskritiker, was heute auch kein Mensch mehr weiß. Aber da ist extrem viel Zukunft drin. Und ich glaube, dass man das auch deswegen braucht, weil gerade Demokratien brauchen ja eine Form eine Geschichte, die vergemeinschaftend ist, wo Leute sagen können, das finde ich super, da möchte ich dabei sein. Das ist sozusagen meins. Ich bin Teil von etwas, von dem die anderen auch ein Teil sind. Und ohne ein Zukunftsbild
geht das? Oder meinetwegen auch diverse Zukunftsbilder? Jetzt haben wir ja meines Erachtens folgende Situation. Also du hast ja gerade erzählt, welche enorme Bedeutung die Technik gespielt hat als Fortschrittserzählung. Ja, durch Technik wird Wohlstand generiert und wir brechen immer weiter auf. Ne, wir erobern andere Planeten und wir machen das und so weiter. Positive Erzählung, die von den meisten Leuten sehr positiv wahrgenommen wird. Der technische Utopismus ist seitdem nicht weniger geworden. Mhm. Der technische Utopismus ist heute größer als je in der Geschichte der Menschheit, wenn man sich anguckt, also bis hin zur Unsterblichkeit, ja, was die Silicon Valley uns verspricht. Wir werden quasi den Engeln gleich werden. Wir werden uns auf Festplatten laden und dadurch unsterblich werden. Jeff Bezos als Engel ist eine schöne Vorstellung. Sehr hübsche Vorstellung. Also wenn so Engel aussehen, möchte man vielleicht nicht im Himmel leben. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die technischen Utopien jetzt im Augenblick vor unglaublichen Heilsversprechen strotzen. Was ihnen aber fehlt, ist der Gesellschaftsentwurf. Mhm. Das heißt, wir treiben auf eine Gesellschaft zu, wenn wir sagen, mehr Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, die eine technische Vision hat, aber die keine Vision von Gesellschaft mehr hat. Mhm. Und damit lösen sich ja zwei Dinge auseinander, von denen du gesagt hast, dass sie das Leitbild unserer bisherigen Gesellschaft seit den 50er Jahren waren. Absolut, absolut. Und ich finde, das ist auch völlig desaströs. Wobei ich sagen würde, die technischen Utopien, die jetzt von, sagen wir mal, das Pars pro Toto oder das Silicon Valley nimmt, sind ja total antiquiert. Die sind ja auch 50er Jahre. Das ist ja das Verrückte. Die kommen halt auf die Idee, der Weltraum muss besiedelt werden. Ja. Na, wie süß. Ja? Kein Mensch weiß erstens, warum. Zweitens, was man da soll. Drittens, wie man da leben kann. Und anstatt ihre Energien und ihre Fantastilliarden dafür zu verwenden, die Sache hier auf der Erde ein bisschen besser zu machen, muss der Weltraum erschlossen werden. Muss übrigens der Weltraum zugeschissen werden mit Satelliten, die uns den Blick in den Sternenhimmel in Zukunft blockieren werden und verhindern werden. All solche Sachen. Aber das sind total antiquierte Utopien. Da ist aus meiner Sicht gar nichts Neues dran, ja? Sondern die haben jetzt größere Möglichkeiten. So ähnlich wie bei KI, ein Gebiet, auf dem du dich viel besser auskennst, die Utopie ja auch eine steinalte Utopie ist. Ja? Also die Maschine, die besser denken kann oder sowas. Oder so ein Quatsch wie sich auf einer Festplatte ein ewiges Leben zu laden. Die haben einfach nicht verstanden, dass Intelligenz einen Körper braucht. Mhm. Ja, das ist eine ganz triviale Tatsache, das ist ja nichts Besonderes. Ja. Aber so, und der andere Punkt ist, dass die konkreten Weltverbesserungsstrategien, von denen du ja sagst, sie sind völlig gesellschaftslos, sind sie ja auch, immer nur binär sind. Ja, wenn man sich das anguckt, was die Vorstellungen sind, dann gibt es immer ein Problem und dann gibt es eine Lösung. Ja, also es gibt sozusagen Minus und dann gibt es Plus und das Plus stellt das Silicon Valley bereit. Und das große Problem dabei ist, dass menschliche Probleme nicht binär sind. Sondern menschliche Probleme sind Beziehungsprobleme im weiten Sinne. Und Zivilisation besteht darin, diese Probleme einer weiteren Näherung zuzuführen, aber nicht sie zu lösen. In der ganzen Menschheitsgeschichte gibt es gewissermaßen kein gelöstes Problem. Und du willst damit sagen, dass solange ich im Problemlösungsschema denke, ich auch gar keine Gesellschaftsutopien entwerfen kann. Nee, natürlich nicht. Weil Gesellschaften sich dem widersprechen, weil ich meine, die Vorstellung von Problem und Lösung kommt aus der Welt der Mathematiker und der Ingenieure. Und in der Mathematik ist das, wenn ich ein Problem löse, ist es weg. Ja. Aber in der Gesellschaft gibt es kein Problem, was man lösen kann, dass es sich anschließend in Luft aufgelöst hat. Also ich kann nicht sagen, ich habe ein Flüchtlingsproblem und dann mache ich ein Abkommen mit der Türkei und dann ist das Problem weg. Ja. Das Problem verschiebt sich ja nur dadurch. Und das ist der ganz große Unterschied. Würdest du sagen, dass diese Diktatur des Solutionismus, das also im Problemlösungsschema zu denken, uns den Blick versperrt für unsere Gesellschaft, humane, praktikable Utopien überhaupt zu entwerfen? Na, absolut, absolut, weil es ist eine totale Verkürzung. Es ist völlig ahistorisch, also weil, sagen wir mal, gesellschaftliche Probleme haben historische Ursachen. Aber die Lösung oder, sagen wir mal, die Zivilisierung von gesellschaftlichen Problemen ist in der Geschichte auch weiter vorangeschritten. Also wenn wir mal darüber, was Pinker zum Beispiel schreibt, richtigerweise ist ja nicht alles richtig, was er schreibt, aber sagt, dass unser Gewaltniveau heute im Vergleich zu den vorangegangenen Jahrhunderten unfassbar niedrig ist, das hat ja überhaupt nichts mit Technik zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir Institutionen geschaffen haben, die Gewalt regulieren.
also Gewalt monopolisieren zum Beispiel in modernen Rechtsstaaten, das macht unseren Alltag total friedlich und senkt die Gewaltschwelle, also das Gewaltniveau immer weiter ab. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man, wenn man historisch guckt, mal sehen muss, wodurch sind denn die größten zivilisatorischen Fortschritte eigentlich entstanden? Abschaffung von Armut oder fast Abschaffung von Armut. Abschaffung... Also in den westlichen Industrieländern. In den westlichen Industrie... Naja gut, aber selbst global betrachtet... Selbst global ist die Armut relativ zur Weltbevölkerung weniger als in früheren Zeiten. Ja, und zwar ganz erheblich, ganz erheblich, ja. Oder man nimmt dann mal so einen Faktor wie Lebenserwartung. Da würde jetzt jemand, der technokratisch orientiert ist, sagen, medizinischer Fortschritt. Nein, statistisch betrachtet hat das Ansteigen der Lebenserwartung viel mehr mit dem Gewaltmonopol zu tun als mit medizinischen Fortschritten. Die spielen eine große Rolle. Ich würde das niemals kleinreden. Ja. Aber das, was Menschen erfinden, um das Zusammenleben besser zu machen, ja, ist viel bedeutsamer. Technik hat eine dienende Rolle. Das kann man dann super gebrauchen, um sowas zu unterstützen. Ja. Aber damit allein ist natürlich gar nichts getan. Ja. Also ich glaube, die beiden bedeutendsten Fortschritte in der Medizin waren die Entdeckung des Penicillins, was ja biologisch ist, also ein Pilz. Und es war die Durchsetzung der Hygiene. Also zwei Dinge, für die man nicht sonderlich viel Technik brauchte. Ich meine, ich will den medizinischen Fortschritt nicht kleinreden, aber interessant ist eben tatsächlich, dass in der Vorstellung von zukünftigen und auch rückwärtig projiziertem Heil Technik nicht ganz die Rolle gespielt hat, die eben vom Silicon Valley zum Beispiel gerne zugespielt wird, wo dann menschliche Kulturgeschichte auf Technikgeschichte reduziert wird. Richtig. Wenn wir uns jetzt auf die Aufgaben der Gegenwart konzentrieren und sagen, also nachhaltige Marktwirtschaft oder nachhaltige Form von Wirtschaften, wie auch immer wir das dann formulieren wollen. Welche Rolle wird die Technik spielen? Und was können wir gesellschaftlich tun, um eine solche tatsächlich nachhaltige Gesellschaft zu ermöglichen? Also ich glaube, die Rolle von Technik ist eine, die das unterstützen kann, und zwar besser als jemals zuvor, was wir gesellschaftlich entscheiden. Also nehmen wir mal Mobilität. Ich würde sagen, wir könnten heute uns ein Mobilitätssystem, ein öffentliches Verkehrssystem denken, auch bis in den ländlichen Raum hinein, was höchst komfortabel ist, was hinsichtlich Energieverbrauch wesentlich niedriger ist als der fossile Autoverkehr und so weiter und so weiter. Und können das machen, indem wir es mit Hilfe digitaler Technologien super orchestrieren. Also aufeinander abgestimmte einzelne modulare Verkehrsträger, Rufbusse, alles, was man sich da ausdenken kann. Ja? Das liegt vor und dafür kann Technik wahnsinnig gut genutzt werden. Und wir könnten viele andere Bereiche nehmen, wo man sagen kann, auch Digitalisierung ist da extrem hilfreich. Also was weiß ich, in der Gesundheitswissenschaft, in den Schulen, ja, das ist ja im Moment jetzt gerade ein Absurdistan-Thema, was man da beobachten kann und so. Nur der Witz ist ja, was wir nicht tun, politisch und gesellschaftlich, ist ein Diskurs und eine Debatte darüber zu führen, in welcher Weise kann uns das dienen für die Idee von Gesellschaft, wie wir sie haben wollen. Sondern der Diskurs läuft ja andersrum. Wird immer gesagt, ja, die Zukunft ist das autonom fahrende Auto. Also so ein Bullshit, ja. Aber es wird dauernd gesagt, die Zukunft ist dies, die Zukunft ist das. Und das aber nur deswegen, weil diese Leute im Silicon Valley diese Schilder hochhalten und sagen, das ist die Zukunft. Und dann freuen sich alle Lokalpolitiker ganz doll, wenn Elon Musk eine Autofabrik baut. Wobei eine Autofabrik das antiquierteste ist, was man sich im 21. Jahrhundert vorstellen kann. Also da sieht man, da wird ja gar nicht verstanden. Also Mobilität ist nicht Auto, sondern Mobilität ist eine Frage der Raumüberwindung. Aber die Frage, wie der Rest der Gesellschaft ist, wie dann Menschen mobil sind, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander kommunizieren, das sprengt aus der Sicht wahrscheinlich von Politikern, übrigens auch von vielen Wissenschaftlern, vollständig ihr Vorstellungsvermögen. Das glaube ich auch. Deshalb gibt es ja, wenn wir jetzt über Klimapolitik zum Beispiel reden, die aus meiner Sicht vollkommen fehlgeleitete Vorstellung, dass wenn man die Wirtschaft dekarbonisiert hat, was ja schon ein absurder Begriff ist, dann ist alles gut.
Ja, also da sieht man ja, wie sozusagen die Fixierung auf ein technisches Detail sozusagen das Problem verdeckt. Weil das Problem besteht darin, dass wir in einer Form von Gesellschaft und Wirtschaft existieren, die permanent den Stoffwechsel vergrößert. Und wenn ich permanent den Stoffwechsel, das Volumen des Stoffwechsels vergrößere, habe ich notwendigerweise Energieaufwände und Emissionen und alles, was dazugehört. Das heißt, damit ist das Problem, was wir haben, überhaupt nicht gelöst. Und das Problem, das ist ja das, worüber wir indirekt diskutieren, wenn wir sagen, wir müssen eine andere Gesellschaft uns ausdenken, ist ja, dass wir gar nicht wissen, wie eigentlich eine nachhaltige Gesellschaft aussehen kann und muss, die gleichzeitig, die würde ich normativ sagen, die wünschenswerten Standards von Freiheit, von Autonomie des Individuums, von Demokratie, von Beteiligung, von Sicherheit und so weiter genauso gewährleistet wie die heutige Gesellschaft. Und das ist das Irre, das weiß ja kein Mensch. Es gibt ja so im grünen Diskurs so diese Rede davon, wir wissen doch alles und wir haben ja auch die Technologien, warum setzen wir es denn nicht um? Das ist Quatsch. Wir wissen überhaupt nicht, das ist aber eine Eigenschaft von Zukunft, wir wissen überhaupt nicht, wie die aussehen soll. Und genau deswegen, glaube ich, brauchen wir tatsächlich eine ganz andere Erzählung über das Mögliche und vielleicht auch über das Wünschenswerte. Ich lese aus dem, was du sagst, eine ziemlich grundsätzliche Kritik an den Grünen heraus. Wenn du sich ein bisschen über Dekarbonisierung als Allheilmittel lustig machst oder wenn du glaubst oder wenn du auf die Grünen hörst, die sagen, wir werden die Probleme mit Technik alle lösen. Ich meine, es gab ja mal eine Zeit, ich erinnere mich noch ziemlich gut an die Gründungsphase der Grünen. Das war eine Zeit, in der ich erwachsen wurde. Und ich erinnere mich daran, dass die Grünen angetreten sind mit einem kompletten Gesellschaftsentwurf, der eine Alternative zu der Erzählung der Bundesrepublik darstellen sollte, die du vorhin mal skizziert hast, nämlich die von Technik und Wachstum um jeden Preis. Heute sind die Grünen davon ganz weit entfernt und das Programm der Grünen und der FDP ist quasi identisch. Wir lösen alle Umweltprobleme über Technik. Kommt dir das naiv vor? Na, mir kommt es ein bisschen traurig vor. Mir kommt es deswegen ein bisschen traurig vor, weil in dieser gesellschaftspolitischen Perspektive die Anfänge der Ökologiebewegung viel, viel weiter gewesen sind als gewissermaßen die Ökologiebewegung, wo sie heute steht. Und man kann das auch daran sehen, dass selbst so eine, wie ich finde, extrem wichtige Jugendbewegung wie die Fridays for Future in ihren Forderungen ja auch technologisch sozusagen reduziert sind. Die sagen ja, wir wollen, das Paris-Abkommen muss eingelöst werden. Naja, schön, das würde ich auch wollen, aber damit ist noch nicht allzu viel getan. Und die Anfänge der Ökologiebewegung, also aus denen dann die Grünen hervorgegangen sind, letztlich ja eigentlich angestoßen durch das Buch Die Grenzen des Wachstums 1972 erschienen, so ein Eye-Opener, also so ein Aufschlag, die waren wirklich sehr stark davon geprägt, dass man Gesellschaft anders denken muss. Und übrigens auch noch etwas, was heute sehr stark verloren gegangen ist, leider, dass man Gesellschaft anders denken muss, und zwar sozial und ökologisch zusammen. Wir haben ja was Fatales in der Entwicklung gehabt, dass man das sozusagen in zwei Felder sortiert. Für die einen sind die Sozialdemokraten zuständig, ja, für die anderen die Grünen. Und da kommt ja gewissermaßen die geistige Verarmung bei raus, die man dann jetzt so teilweise sehen kann. Und schon im Kapital schreibt Marx, dass man diese Trennung nicht machen kann. Ja, das, weil logischerweise wir nur existieren können, wenn wir mit Natur arbeiten, aber gleichzeitig jede soziale Frage immer rückgebunden ist an diese Stoffwechselprozesse. Martin Buber hat mal gesagt, man kann nicht etwas ändern, ohne alles zu ändern. Dieser Satz fällt mir immer ein, wenn ich darüber nachdenke, wie kriegen wir eine nachhaltige Wirtschaftsform hin. Also aus meiner Sicht besteht der Selbstbetrug der Grünen darin zu glauben, dass man nur ökologisch etwas ändert und der Rest wird dann schon irgendwie so bleiben, wie er ist. Ja, genau. Und tatsächlich ist es so, dass eine bestimmte Form von Veränderung unendlich viele andere Veränderungen in Gang setzt. Richtig. Also wenn ich das Klimaabkommen von Paris tatsächlich mit dem dort festgeschriebenen Gradziel, wenn ich das erreichen will, dann wird es nicht möglich sein, nicht zumindest kurz- oder mittelfristig Arbeitslose zu produzieren.
Wenn ich aber Arbeitslose produziere, habe ich das nächste Problem, über das ich bisher nicht ausgiebig nachgedacht habe. Also erzähle ich der Öffentlichkeit, es produziert keine Arbeitslosen, ja, sondern im Gegenteil. Ja, grüne Form zu wirtschaften wird immer mehr Arbeit bringen. Unbedingt. Dann kann ich ja sagen, es ist ja zum Teil richtig. Ja? Also es ist wunderbar, wenn ich neue Gasspeicheranlagen habe, dann müssen die gebaut werden und so weiter. Das bringt Arbeit. Aber es bringt nicht Arbeit für diejenigen Leute, die vorher auf den Werften waren und Kreuzfahrtschiffe gebaut haben oder die als Stewardess von der Lufthansa gearbeitet haben. Ja. Also das ist ja sozusagen der Betrug. Aber ich habe die Befürchtung, und die Grünen würden das Pragmatismus nennen, dass man, was das anbelangt, lügen muss, weil man sonst nicht gewählt wird. Naja gut, das ist natürlich ein pragmatisches Argument. Ist auch okay. Und Robert Habeck würde jetzt sagen, ja, und wenn wir dann gewählt sind, dann können wir ja nur die Veränderungen umsetzen und so weiter. Trotzdem ist da gewissermaßen eine visionäre Obdachlosigkeit zu verzeichnen, die vielleicht den Problemen des 21. Jahrhunderts unangemessen sind. Und bei dem, was du gerade beschrieben hast, würde man doch schon einen ganz anderen Zugang haben, wenn man sagt, natürlich werden wir bestimmte Industrien im 21. Jahrhundert verlieren. Das ist ja völlig klar. Ja, die Autoindustrie beispielsweise, größter Strukturwandel für unsere Gesellschaft, ja, der liegt noch vor uns, das ist nicht Bergbau, das ist die Autoindustrie. Also muss man doch jetzt nicht sagen, wir ökologisieren das Auto, indem wir es fiktional elektrisch machen, womit überhaupt ökologisch nicht das Geringste gewonnen ist, das ist ein anderes Thema, sondern wir müssen darüber sagen, okay, wir brauchen eine andere Form von Mobilität und wir brauchen eine andere Arbeitszeitpolitik. Wir müssen bei der Steigerung von Produktivität in anderen Sektoren, durch Digitalisierung beispielsweise, ja nicht davon ausgehen, dass die notwendige Arbeitszeit, um etwas herzustellen, konstant bleibt. Und es wäre für die Gewerkschaften super, es wäre für den Strukturwandel super, wenn wir plötzlich uns mal entspannen und sagen, das mit der 40-Stunden-Woche oder 40 Stunden plus ist irgendwie überhaupt nicht mehr zeitgemäß, sondern wir können das runterfahren, das ganze Ding. Ja? Und dann hätte ich eine Verknüpfung, das hat dann damit was zu tun, dass Leute auch weniger zur Arbeit pendeln müssen, etc. Ich kann überall Momente finden, wo ich eine soziale, eine ökologische und eine Zukunftsfrage miteinander verkopple. Und da versagen die Grünen total. Vollständig, stimme ich dir absolut zu. Mhm. Ja? Aber leider versagen die anderen Parteien dabei noch mehr. Und insofern haben wir irgendwie, kommen wir quasi zum Ausgangspunkt zurück und sagen, wir haben gewissermaßen wir haben Politik, die sich auf einen Zustand richtet von Gesellschaft, der schon vergangen ist. Mhm. Und nicht auf das, was man jetzt eigentlich gestalten müsste. Haben wir nicht auch ein Problem mit dem Altern von Parteien? Mhm. Also ich denke immer, je älter Parteien werden, umso mehr wird das, was sie als Agenda haben, als sogenannte Realpolitik eingegeben und entfernt sich immer mehr von dem, was realpolitisch notwendig ist. Mhm. Das heißt also, wirkliche Realpolitik würde ja darin bestehen, dass man eine Liste macht und sagt, was sind die wichtigsten Probleme unserer Zeit. Dann wären Arbeitsplätze nicht an erster Stelle. Die hätten zwar immer noch eine hohe Bedeutung, aber die würden nicht an erster Stelle kommen. Wenn man aber in Regierungsverantwortung will, dann weiß man, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, das ist das schnellste Mittel, um seine Regierungsverantwortung wieder zu verlieren. Dieser Pragmatismus führt dann darin, dass bestimmte Funktionseliten in den Parteien immer stärker zur Mitte tendieren. Und diesen Weg hat die SPD gemacht und diesen Weg haben die Grünen jetzt gemacht und so weiter. Eigentlich müsste man doch alle 20 Jahre eine neue Partei gründen. Also die den Schwung, den Idealismus, die Utopiefähigkeit besitzt, bis sie dann irgendwann wieder verloren ist. Naja, da könnte man die Grünen natürlich als wirklich bestes Beispiel dafür nehmen, weil sie haben natürlich in gewisser Weise auch eine kulturelle Revolution gemacht in ihren Anfängen, also rein habitusmäßig, klamottenmäßig, Verhalten im Parlament und so weiter und so weiter. Und das ist heute alles überhaupt nicht mehr da. Also das Robert Habeck trägt keinen Schlips, aber das ist sozusagen noch das maximale Differenzkriterium. Die meisten CEOs tragen auch keine Schlips. Ja, das ist dann die andere Seite, aber die real existierenden männlichen Politiker tragen ja immer noch verbissen Schlipse. Ja, das finde ich auch total, aber das ist ein anderes Thema. Also man muss auch über Politik, Ästhetik, glaube ich, reden. Aber wir können davon ausgehen, dass das die letzte Generation ist, die das tut. Ja, aber es ist vielleicht ja in vielerlei Hinsicht auch eine letzte Generation. Vielleicht zeigt sich darin ja auch etwas. Das ist ja bei vielen Diskussionen, die man dann sehen kann zwischen Politikern in Talkshows oder sowas. Ich habe so ein komisches Anachronismusgefühl. Ich denke dann immer, ihr seid gar nicht angekommen im 21. Jahrhundert.
Also Norbert Elias, der Soziologe, hat ja mal den Begriff des Nachhinkeffektes geprägt und hat damit gemeint, dass reale Veränderungen technologischer oder katastrophischer oder sonst was Art sich vollziehen und Gesellschaften ganz lange bei dem Selbstbild bleiben, das sie aus irgendeiner Erfolgsphase gehabt haben. Also Holländer hielten sich noch lange bedeutsam, nachdem sie schon viele Generationen keine Seemacht gewesen sind. Mhm. Oder so. Das ist so sein Beispiel, weil er hat ja lange in Holland gelebt. Oder die Briten wären ein super Beispiel. Die wären ein aktuelles Beispiel. Komplett zerlegten Ding. Und dieser Nachhinkeffekt, den sehen wir auch gewissermaßen in Orientierung der Parteien und in Teilen sozusagen der politischen Klasse. Wir sollten aufpassen, das nicht zu pauschalisieren, klar, weil es sind ja auch tolle Leute in diesen Parteien, die auch was ganz anderes wollen würden. Ja, wir kritisieren ja auch nicht einzelne Menschen, sondern wir beschreiben Prozesse, wie Parteien sich an bestehende Strukturen assimilieren und dabei gleichzeitig den Abstand vergrößern zur realen Gegenwart. Mhm. Das ist ja der Nachhinkeffekt. Mhm. Also auf der einen Seite assimiliere ich mich wunderbar und auf der anderen Seite verliere ich die größeren Dimensionen aus den Augen, während ich mich assimiliere. Ja. Jetzt natürlich die spannende Frage, was kann man dagegen tun? Also wie verjüngen sich Parteien oder wie verjüngt sich unsere Demokratie so, dass dieser Nachhinkeffekt nicht mehr so ausgeprägt ist wie in der Gegenwart? Ich glaube, nur durch nachrückende Generationen, die in den Konflikt gehen. Also die Gründungsgeschichte der Grünen, wenn man das so will, ist ja auch ein Generationenprojekt gewesen. Es gab zwar auch ältere Denker, die sozusagen programmatisch was dazu geliefert haben, aber es ist ja ein Mix aus Anti-AKW-Bewegung, aus Umweltbewegung, aus Friedensbewegung und so weiter. Und die sind ähnlich wie heute, der Jugendprotest, natürlich vorwiegend von jungen Leuten getragen. Also das, was auf der Straße sich abspielt, hat dann deutlich einen Altersaspekt dort bei den Jungen. Und das ist auch eigentlich ganz normal, weil die Zukunft, um die es geht, ist ja nicht die der heute über 60-Jährigen, sondern es ist die der heute unter 20-Jährigen. Die haben noch, das ist sozusagen deren Jahrhundert. Und es geht gar nicht anders. Ohne deren Infusion in Politik, in die Überlegung, wir gründen jetzt auch eine Partei, weil die Grünen sind uns viel zu konservativ, oder einzelne, wir gehen jetzt zu den Grünen und machen dort Politik. Diese generationelle Infusion, die braucht es notwendigerweise. Keine moderne Gesellschaft entwickelt sich weiter ohne generationellen Protest, ohne generationellen Konflikt. Mhm. Ob das ausreichend ist, wird sich rausstellen. Aber ich würde sogar sagen, wir wissen ja überhaupt nicht, was für das 21. Jahrhundert ausreichend ist. Ich will mal in einer Schleife wieder zum Anfang zurückkommen, wo ich auf der einen Seite erzählt habe oder referiert habe von dem Optimismus, den Pinker hat. Die Dinge werden im Laufe der Zeit schon immer besser. Und auf der anderen Seite dieses Gefühl, wir können aus dem Mikado-Stapel keinen einzigen Mikado-Stab rausziehen, ja, ohne dass uns sofort klargemacht wird, dass das Ding zusammenfällt. Also wer was verändern will, sucht sich Ziele. Wer was verhindern will, hat Gründe. Und wir erleben im Augenblick ja eine Diktatur der Gründe über die Ziele. Mhm. Ja, also wie jemand kommt mit einer starken Idee, ja, dann kommen sofort 10 Einwände. Am Ende steht der Satz, wer soll das bezahlen? Ja, oder das machen die Leute nicht mit und so weiter. Also dieser Aufbruchgeist und Mut, der in der Politik, in demokratischen Gesellschaften ohnehin tendenziell schwach ist. Weil man ja abhängig ist, beruflich abhängig ist von der Wiederwahl. Ja. Wo soll der im Augenblick tatsächlich herkommen? Also was macht dir konkret Optimismus? Naja, also erstmal komme ich auch auf den Anfang zurück. Ich finde, wenn man das Privileg hat, in einer solchen Gesellschaft aufgewachsen zu sein, hat man kein Recht auf Pessimismus. Mhm. So würde ich normativ einfach mal so fettig sagen. Ja? Aber sozusagen, es ist ja nicht nichts, wenn man zu einer Altersgruppe, zu einer Generation, zu einer gesellschaftlichen Entwicklung gehört, die den höchsten Freiheits- und Lebensstandard der Menschheitsgeschichte mit sich gebracht hat. Das sollte man mal würdigen oder zu würdigen wissen. Und insofern würde ich sagen, da gibt es Handlungsspielräume. Und wir
bei Futur 2, unserer kleinen Stiftung, beschäftigen uns ja auch mit Leuten, die diese Handlungsspielräume nutzen und dabei total tolle Sachen machen, andere Formen von Unternehmen erfinden, zeigen, dass man Textilien auch in Deutschland produzieren kann und sogar ökologisch, die irgendwie eine wahnsinnige Fantasie haben und das in Praxis übersetzen. Oder das ganze Thema der Gemeinwohlökonomie. Es gibt ja sehr viele Sachen, die sozusagen von unten kommen und wo ich glaube, die muss man nur stärker zur Kenntnis nehmen, stärker vielleicht auch zu einem Mosaik zusammenfügen, um irgendwie dieses Zukunftsbild mitbauen zu können. Aber wie wird diese Euphorie, dieser Wille, dieser Idealismus derjenigen, die eine positive Utopiefähigkeit haben, wie wird der mehr? Ich meine, wir erleben im Augenblick Hunderttausende von Leuten, die gehen auf Demonstrationen, weil sie ein Stück Stoff vor den Mund tragen müssen. Ja, die gehen aber nicht auf Demonstrationen, um für das Überleben der Menschheit im Zeitalter der immer stärker anschwellenden Klimakatastrophe zu demonstrieren. Ja, aber es gibt auch so viele Menschen, denen quasi die kleinen, schrägen Sorgen, die ihnen bis zum Gehtnichtmehr zu Kopf steigen, für ernster nehmen als die realen Bedrohungen, denen ihre Kinder und ihre Enkelkinder ausgesetzt sind. Ja, aber das teile ich nicht. Erstmal ist das quantitativ, glaube ich, was anderes. Es sind auch nicht Hunderttausende, die gegen Masken... in mehreren Orten verteilt? Nee, ach. Das ist sozusagen, das Teilnehmerzahl ist wie bei einem durchschnittlichen Bundesligaspiel. Also das ist nicht, finde ich, nicht so beachtenswert. Während natürlich, wenn du das generationell betrachtest, die Teilnehmerzahlen bei den Fridays for Future, wenn du an dem einen Septembertag vergangenen Jahres, bevor das Klimapaketchen der Bundesregierung veröffentlicht wurde, da gab es ja diese riesige Fridays for Future Demonstration mit über 1 Million Teilnehmer. Die Alterskohorte sind aber nur 8,5 Millionen. Das heißt, du hast einen riesigen Anteil einer Altersgruppe, die direkt engagiert persönlich auf die Straße geht. Da ist eine Power drin. Das ist jetzt auch mal rein rechnerisch, ist das eine enorme Geschichte, weil sowas hat es nicht mal in der Ökobewegung gegeben, dass so ein großer zahlenmäßiger Anteil tatsächlich aktiv wird. Wir haben heute das Problem, eben 8,5 Millionen sind nicht sehr viele, ja, sondern es ist eben nur ein Zehntel der Gesamtbevölkerung, die armen jungen Leute. Deshalb sind die lobbymäßig so schlecht vertreten. Die sind einfach wenig. Ja? Aber gemessen daran tun sie unheimlich viel. Und die Art und Weise, wie sich bestimmte Ideen, wenn ihre Zeit da ist, gesellschaftlich ausbreiten, ist nicht eine rein quantitative Frage. Sondern es ist, glaube ich, eine Frage derjenigen, die diese Themen auch aufnehmen müssen und in ihre jeweiligen Arbeitsfelder, Institutionen und so weiter reintragen. Ich glaube, so passiert Veränderung. Jede Transformation braucht ja eine konkrete Agenda. Also irgendwo muss man anfangen. Selbst wenn man viele Ziele auf einmal hat, aber mit irgendwas muss man anfangen. Wenn du sagst, alles könnte anders sein oder du möchtest ein Problembewusstsein dafür schaffen, dass alles anders sein könnte, was müsste als allererstes anders sein? Ach, ja, da sind wir auch wieder bei der Frage, dass eigentlich alles anders sein müsste und man das Einzelne nicht denken kann, ohne das alles andere. Hier zitiere ich jetzt Richard David Precht. Aber ich würde sagen, es wäre unglaublich viel damit getan, wenn man tatsächlich die Perspektive verändert und sagt, dass es in der menschlichen Zivilisierung immer um die besseren Beziehungen der Menschen untereinander geht. Das ist ein ganz anderer Fokus als eine technische Optimierung oder mehr Kohle verdienen oder sonst was. Weißt du, wenn Leute sterben und Bilanz ziehen, dann sagen sie immer, ich hätte mich mehr um meine Kinder kümmern müssen. Niemand sagt, ich hätte noch eine Fahrt weiter mit der AIDA 7, habe ich noch nicht gemacht, bin nur bis 6 gekommen oder so. Das sind nicht die Bilanzierungssachen, sondern Menschen bilanzieren gelungenes Leben. Mhm. Und gelungenes Leben wird dann empfunden, wenn die Beziehungen funktioniert haben. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine schöne Perspektive. Ja, ein wunderbares Schlusswort. Von Steve Jobs gibt es ja den Satz, den er sich sicherlich nicht ausgedacht hat, aber den er breit in die Welt posaunt hat, dass man jeden Tag leben sollte, als wenn es der letzte Tag wäre. Ich bin sicher, wenn Steve Jobs so gelebt hätte, hätte er vielleicht was anderes gemacht. Aber irgendwas an dem Satz ist ja möglicherweise dran. Harald, ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne, danke.
Action aborted.